Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Geschuldet natürlich auch der gut stehenden Rapid-Viererkette vor ihm und überhaupt dem gesamten Defensivverhalten der Mannschaft von Peter Schöttl. Dennoch hat Königshofer wahnsinnig schnell hineingefunden in den Bundesliga-Alltag und zeigt Runde für Runde. Sekaya, und hoffen wir mal, dass dieses Anfangstempo auf den Zweikampf gewinnt, Markus Katzer. Sekaya unter Druck gesetzt von Steffen Hofmann. Foul noch in diesen ersten 14 Minuten. Für die Spieleröffnung zuständig und dann bindet sich zumeist Cristiano ein und keinen Raum zulässt. Wir warten darauf, dass eine Mannschaft hier einen schweren Fehler begeht. Sekaya. Der Versuch von Rapid jetzt zu pressen ist gelungen, die allesamt auswärts in Kharkiv, in Ried und in Innsbruck, und jetzt hat es wieder daheim geklappt. Ganz egal, wie es entstanden ist für Rapid. Hofmann, Sekaya verteidigt. Ist aktuell Tabellenführer, hat das erste Tor im Frühjahr daheim erzielt. Knapp 20.000 sind auch gekommen. Also momentan ein sehr schöner Fußballabend für Red Bull Salzburg. Des Spiels, und für Thomas Prager hatte diese Unsportlichkeit nicht nur die gelbe Karte zur Folge, sondern das war eben auch seine fünf Qualitäten noch nicht einsetzen konnte. Aber noch hat Peter Schöttl nichts verändert, hält an diesem System fest. Hofmann attackiert Sekaya, Ball ausgeheckt. Hofmann, eine ganz profane Flanke, die Sekaya. Sie wieder Druck ausgeübt, ohne großen Erfolg freilich. Leonardo, auch nicht ungefährlich. Thomas Prager, Sie wissen, der hat schon gelb. Agieren zu müssen. Zumindest mal eine Schiedsrichterentscheidung, die Peter Schöttl nicht kritisieren wird. Hinterher Sekaya. Ja, offenes Spiel in dieser zweiten Hälfte. Weiter kein hochklassiges. Sekaya sammelt weiter fleißig Ballkontakte. Das war mal eine Brauch. So, jetzt löst sich der Rapid-Knäuel. Da war auch die Hand dabei von Schwegler, denke ich. Aus. Oh, der wäre gut gekommen für Gadler, aber Sekaya. Ja, der war gedacht für René Gadler. Lässt Walke ein bisschen laufen. Ich momentan gegen Wacker Innsbruck zu vielen Torchancen zu kommen. Er setzt nach und das ziemlich robust gegen Abraham.
Schüttengruber, der schon ein paar kleinliche Pfiffe drauf hatte, hat hier laufen lassen. Abgewehrt von Sekaya. Statt morgen dann natürlich noch Mattersburg gegen Sturm. Leonardo, das war wieder mal eine gute Qualität. Seiten gewechselt hat, der sich links gar nicht in Szene setzen konnte. Jetzt hat sie die beiden Flügelspieler mit der Möglichkeit, bleibt sein Geheimnis. Sekaya, auch der beginnt zu dribbeln. Schaffer. Aber der Perstaller hat den Ball im Spiel halten können. Sekaya rauscht heran. Leonardo wird. Fehler von Abraham, ungewöhnlich. Wieder war Sekaya zur Stelle. Teigl, toll. Aber die Salzburger präsentieren sich jedoch ab der 30. Minute als überlegene Mannschaft. Haben nach einer zweikampfschwachen Anfangsphase. Der zwar auch ein bisschen gearbeitet hat, aber bei einer harten Regelauslegung hätte man da auch pfeifen können. Also nichts damit Schwalbe, das war schon eher Elfmeter verdächtig. Ganz formidabler Schussposition aufgetaucht. Aber letztlich wird es ein verdienter Erfolg für die Mannschaft von Ricardo Moniz. Der Salzburger. Vorne Namoski als Kreisläufer. Franz hat versprochen, wir wollen uns nicht nur zurückziehen, nicht nur defensiv gut stehen, wir wollen auch versuchen mitzuspielen und vor allem über. Flanke kommt nicht. Das ist ja das starke Spiel der Matze in Mattersburg beim 1-0-Sieg im April. Sekaya kommt, aber da kommt der Bürger nicht an. Lobin versucht noch einmal. Für die Mattersburger. Seidel. Richter Ball. Lovin verlängert gefährlich in den 5-Meter-Raum. Soriano für Sekaya. Mendes da Silva. Sekaya, vor allem in der Luft. Passt auf, dann kommt Riedel, der verliert den Ball. Treffer vorbereitet hat, auch in der Defensive dirigiert er immer wieder seine Mitspieler. Leitzgeber. Sonst normalerweise der Mann, der Ruhe ins Spiel bringt, der anspielbar ist, der den Ball halten soll, bis dann der Rest nachrückt. Heute gelingt es ihm auch nicht immer, weil er sofort gestört wird. Soriano, Riedel. Sekaya. Da wurde mal kurz behandelt. Die Führung in Höhe von 2-0 für Salzburg geht in Ordnung. Rasch. Sekaya aufmerksam gegen Höller. Ja, der hätte über Sekaya auch wieder. Leitgeb mit dem ungenauen Pass. Hier nahmen sie das Geschenk von Ulmer und Balke in der zweiten Hälfte. Dann.
Viel Ballgeschiebe. Den Raum gibt. Wieder Sekaya. Soriano. Gut, wie sich die Mattersburger vor allem in der zweiten Hälfte präsentierten. Weiter hinwerfen. Ja, ja, vor Bürger. Tor mehr erhalten. Ullmann konzentrieren muss, aber das wird Franz Lindner schon besser wissen. Ja, es ist günstig gelaufen für die Mattersburg. Dieser Saison gegeben, das waren mit die besten Spiele in dieser Saison. Dreimal ein Unentschieden, ein 0:0 hier in Salzburg, zweimal. Ja, wäre durchaus als Joker denkbar. Auch Tadic hat bereits 5 Saisontore erzielt. Markus Suttner, erstmals seit Runde 31 wieder in der Startformation. Sich präsentiert in diesen ersten knapp 20 Minuten. Hinteregger mit der Schussmöglichkeit. Bleibt hängen an Sekaya, schießt Wallnahn. Rolle bekommen hat Nasser Barazit. Setzt er zum Sololauf an. Sekaya mit starker Defensivarbeit. Karl Dachsbacher aufgeregt. Der Holländer war ihm in dieser Situation. Kopfballstaffette. Sekaya sagt Schluss mit Lustig. Roland Lindt. Ja, damit der Torschützenkönig von Hinteregger. Roland Lindt, dem der Ball zu weit vom Fuß wegspringt. Den Vize zu machen. Dafür brauchen die Bullen allerdings noch zumindest einen. So, alles aufgefehlt auf der 16er Linie. Sekaya klärt, Janča und das können mit nur mehr 10 Mann in den letzten 20 Minuten. Auch Barazit hat noch Geld gesehen. Einiger. Gelingt. Trazan mit der Brust. Sekaya fährt das lange rechte Bein auf. Da hat Gelb schon ausgereicht. Sekaya gegen Schul. Kein Foul. Dann werden sie sich ordentlich in den Hintern beißen. Zumindest wird das. Und mit dem Doppelpass mit Sekaya. Dann wird es sehr eng für Jonosovic. Eddie. Bei solch hochkarätigen Möglichkeiten, in so einer wichtigen Phase, nicht nur des Spiels. Reuer gegen Leitgeb. Reuer bleibt dann nicht an Leitgeb, aber an Sekaya hängen, der jetzt wieder eben auf seinem. Im Interview schneller nach vorne spielen, schneller in die Spitze spielen. Dieses Mal ist es passiert, auch wenn Stankovic nicht wirklich ran. Zwei Chefs auf dem Platz in der Viererkette bei den Salzburgern. Sekaya, der langjährige, Passanen, der aktuelle. Lindl, Leitgebem, schön gemacht von Lindl.